dir gerne was über das Thema Kreativität erzählen. Und zwar bedeutet für mich Kreativität nicht nur zu basteln und zu malen. Für mich bedeutet Kreativität vor allem, seinen Geist zu weiten und nach anderen Möglichkeiten und Lösungen zu suchen und die Art zu denken zu verändern. Und dann noch den Mut zu haben, danach zu leben. Das ist für mich wirkliche Kreativität. Im Grunde ist es auch Authentizität, ja, authentisch seinen Weg zu gehen, mutig seinen Weg zu gehen und mutig seine eigene Wahrheit zu sprechen. Und warum ich dir das erzähle, ich habe früher komplett anders gemalt als heute. Und mir ist neulich bewusst geworden, woran das eigentlich liegt. Und zwar habe ich früher ganz oft und ganz stark mich danach orientiert, was andere Menschen wohl erwarten. Also ich habe geglaubt zu wissen, was andere Menschen erwarten. Und ich habe versucht, so zu malen wie die ganz großen Künstler wie Wassily Kandinsky und Miró. Und ich wollte eigentlich auch immer bunt malen, aber ich hatte einfach, ja, ich war mir meiner selbst einfach nicht genug bewusst, um meinen eigenen Stil zu entwickeln, um meinen eigenen Weg zu gehen. Und habe dann halt versucht, wirklich den Menschen zu gefallen. Ich war sehr also im Außen orientiert und habe auch immer wieder einen Grund gefunden, warum ich nicht malen kann oder möchte oder keinen Platz habe. Ich hatte immer eine Ausrede. Ja, da war immer diese Blockade, auch immer so ein bisschen diese Angst, dieser Erwartungsdruck. Und ja, ich habe es einfach ganz oft gelassen, weil diese wirklich tiefe Freude hat einfach gefehlt dabei. Und dann habe ich ganz, ganz lange Zeit nicht gemalt und habe dann, als ich angefangen habe, mich mit mir selber wirklich extrem auseinanderzusetzen und mich mit mir zu beschäftigen, mit meinem Bewusstsein, mit dem, wer ich sein möchte und wer ich nicht sein möchte, habe ich angefangen wieder zu malen. Und es hat sich alles verändert. Natürlich bin ich älter geworden, aber alleine diese Bewusstseinsveränderung hat mit meiner Intuition, mit meinem Bauchgefühl, mit meiner Authentizität und mit dem, wer ich sein möchte und mich auch traue, derjenige oder diejenige zu sein und auch so zu malen, das hat sich komplett verändert. Ich male komplett intuitiv, habe nicht das Endbild im Kopf und auch wenn ich anfange zu malen, habe ich es nicht im Kopf. Ich fühle einfach eine ganz, ganz tiefe Inspiration. Das ist für mich eine Inspiration, kann man eigentlich beschreiben mit einer ganz, ganz starken Lust, sofort zu handeln. Wenn ich inspiriert bin, dann möchte ich sofort malen. Ja, dann schaffe ich es manchmal gar nicht mehr, mir alte Klamotten anzuziehen, dann will ich sofort malen. Und das unterscheidet sich zu früher. Früher gab es, wie gesagt, tausend Ausreden, warum es jetzt gerade nicht geht. Ich kann jetzt nicht anfangen zu malen. Ich habe keine Zeit, ich habe keinen Platz und so weiter. Es war immer irgendwas. Und heute, ich muss es sofort tun. Wenn ich malen möchte und inspiriert bin, dann möchte ich malen und habe es nicht im Kopf, was es wird. Ich möchte einfach diesen Prozess genießen. Und die Julia Cameron, das ist eine Schriftstellerin, die sagt auch, und das hat bei mir wirklich noch mal einiges klar gemacht, das Endprodukt deines Kunstwerks macht was mit deinem Ego, aber der Prozess beflügelt deine Seele. Und genauso ist es bei mir auch. Und mein Bauch bestimmt, was da passiert. Mein Kopf legt permanent Veto ein. Nein, nicht so, mach das nicht, das sieht blöd aus. Und während ich das denke, habe ich schon die Flasche in der Hand und bam, die ganze Farbe auf das Bild. Es gibt einen riesen Spratz. Und das war genau das, was gefehlt hat. Und das macht so einen Spaß. Und auch immer, wenn ich ja, so einen kleinen Struggle mit so einem Bild habe. Es wird einfach nicht so, wie ich das gerne hätte. Es gefällt mir einfach nicht. Ich möchte es am liebsten in die Ecke schmeißen, aber ich beruhige mich auch mal ziemlich schnell, weil wenn ich was gelernt habe, dieses Vertrauen, das Bild wird irgendwann gut, weil nicht die Leinwand bestimmt, wann das Bild fertig ist, sondern ich selber. So eine Leinwand kann verdammt viel ab. Und es geht ums Nicht-Aufgeben und um das Vertrauen, dass dieses Bild irgendwann richtig gut wird. Und bis jetzt hat es immer geklappt. Und meistens kam genau dann jemand um die Ecke und wollte dieses Bild kaufen. Das ist echt krass. Und dann möchte ich es gar nicht hergeben, obwohl ich es noch ein paar Tage vorher am liebsten in die Ecke geschmissen hätte. Ich will dir damit sagen, dass es einfach unglaublich wichtig ist, authentisch zu malen. Also nach deinem Selbstbewusstsein das zu malen, was du gerne möchtest, was du fühlst. Die Intuition, das Vertrauen und
zu allerletzt oder eigentlich an allererster Stelle die Freude. Es geht um Freude, es geht immer um Freude. Es ist so wichtig. Und wenn wir es schaffen oder wenn du es schaffst und wenn ich es schaffe, unsere Gedanken, wenn man die ausschaltet mal für eine gewisse Zeit und nicht immer alles bewertet, dann kommt diese tiefe, tiefe Freude. Und ich rede nicht von einer guten Laune. Ich meine wirklich eine tiefe, tiefe Freude. Und es fühlt sich eigentlich an wie so ein innerer, tiefer Frieden. Und der überrascht mich auch im Alltag ganz oft. Seitdem ich diesen Weg so authentisch gehe, diesen Weg authentisch so zu malen, wie ich es möchte, nämlich bunt. Hauptsache bunt und mit Freude und mit Musik und es macht so einen Spaß und es ist egal, ob ich das Bild verkaufe oder nicht, darum geht es mir überhaupt nicht mehr. Und weil wenn du das, was du tust, liebst, dann wirst du früher oder später Erfolg haben, weil das deine Bilder ausstrahlen und die Leute werden das spüren. Und wenn du Bock hast, mit mir einen kleinen Teil deines Weges mit mir gemeinsam zu gehen und vielleicht noch ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was ich alles getan habe und was ich in meinem Leben alles verändert habe, damit ich heute so malen kann, wie ich es tue, dann melde dich gerne an unter www.bilderohnenamen.com für mein Newsletter und du wirst zu gegebener Zeit alle Informationen bekommen, weil ich gerade einen Online-Kurs mache mit all meiner Liebe, mit all meinem Wissen für dich, damit wir beide gemeinsam in diese tiefe, tiefe Freude kommen. Also, bis dann. Mach's gut. Tschüss.